Herzlich willkommen bei Kamelander ganzheitlich zum zweiten Teil mit Frau Dr. Helena Orphanus-Bökel im Interview über ganzheitliche, komplementäre orthomolekulare Medizin. Hallo, liebe Frau Kollegin. Hallo. Wir haben ja schon den ersten Teil gedreht. Ich stelle trotzdem Frau Dr. Helena Orphanus-Bökel mal kurz vor. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie, hat lange an der Uniklinik in Berlin gearbeitet und ist seit 2002 in eigener Praxis für Innere Medizin, ganzheitliche Innere Medizin mit orthomolekularen, mitochondrialen, hormonellen Schwerpunkten niedergelassen und sie ist Buchautorin eines wunderschönen neuen Werkes, und zwar das Buch Nährstofftherapie, orthomolekulare Medizin und bioidentische Hormone, kürzlich erschienen im Trias Verlag der Thieme-Gruppe. Frau Orphanus, halten Sie das Buch doch mal bitte in die Kamera. Das ist ein wunderschönes Buch. Ich bin völlig begeistert. Ich empfehle es an meinen Patienten weiter. Es lohnt sich wirklich, wer hier Interesse hat, auch im Sinne der bioidentischen Hormontherapie, aber natürlich der orthomolekularen Medizin. Wir haben ja schon den ersten Teil gemacht und wir machen es einfach weiter in unserem Fragenkatalog. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, den bitte ich einfach, diesen anzuschauen. Wir waren stehen geblieben bei kritischen Stimmen in Bezug zu Orthomolekularmedizin, die Sie ja auch als eine der großen Teile in Ihrer Praxis praktizieren und auch ich, so geht es mir auch, und von Seiten der Patienten, aber auch von Seiten der ärztlichen Kollegen, aber ich darf auch die Presse erwähnen, große Tages- und Wochenzeitungen, ich beobachte es schon seit vielen, vielen Jahren, kritisieren doch die orthomolekulare Medizin immer mal wieder. Wie stehen Sie denn dazu und wie gehen Sie denn damit um? Also ich teile Ihre Beobachtung, gerade auch was die Presse betrifft. Sowohl in der medizinischen Fachpresse wie auch in der freien Medienlandschaft, dass tatsächlich, ich würde sogar sagen, qualitativ hochwertig eher nur negativ über orthomolekulare Medizin gesprochen wird. Ich benutze ja in meinem Buch als Titel den Begriff Nährstoffe, habe ein bisschen überlegt, normalerweise sagen wir ja eher Mikronährstoffe, aber ich fand, gerade weil alle so negativ vielleicht auch über Mikronährstoffe berichten, dass ich das Mikro weglassen wollte. Erstens, weil es Mikro macht alles so klein und in Wahrheit ist das Ganze eine riesige Sache, eher Makro, Makro. Und ich wollte vielleicht auch weg von diesem Mikro, weil das eher dann die Ärzte nicht behandeln und vielleicht nur Heilpraktiker sich drum kümmern oder so. Interessant ist, dass Nährstoffe dann doch immer gedacht wird, dass ich dann was über Ernährung schreibe. Ich bin auch mit dem Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet in der Kategorie Ratgeber Essen und Trinken und nicht Gesundheit und Leben. Also insofern denkt man bei Nährstoffe immer noch an Ernährung und nicht so sehr an das, was ich meine, nämlich Vitamine und Mineralien und Spurenelemente. Warum das so ist, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Erstens natürlich, wenn jemand das nicht so macht, wie die meisten, die orthomolekulare Medizin durchführen, das machen, nämlich messen, machen, messen, machen, passieren natürlich viele Fehler. Und gerade kürzlich ist also ein Fallbericht, auch ich glaube British Medical Journal, da hat dann also ein Ernährungsberater in England einem Menschen 150.000 Vitamin D pro Tag gegeben und das hat dann geführt zu lebensgefährlicher Hyperkalzämie mit auch wirklich schrecklichen Folgen. Und das wird dann auch von der Süddeutschen aufgegriffen. Und dann wird das zum Anlass genommen, alle Vitamine pauschal auch schlecht zu machen. Es wird dann auch über Studien berichtet, die negative Ergebnisse haben. Da möchte ich einfach sagen, dass diese Studien überhaupt gar nicht von ihrem Protokoll zu dem passen, was
ich in meiner Praxis mache. Also ich messe wirklich jede einzelne Dosis, gerade auch wenn sie höher ist, immer nach 3-4 Monaten. Und in den meisten Studien, die mit Vitaminen oder auch Nährstoffen oder auch Selen oder sowas durchgeführt werden, da kriegen einfach Menschen, die irgendetwas gemeinsam haben, vielleicht ein Alter, eine Krankheit, eine Lebensweise, die kriegen alle dann eine pauschale Dosis. Also pauschale Dosierung, und dann wird geguckt, ohne dass man misst, ob das auch etwas verändert hat, ob dann diejenigen irgendwie weniger an Herz, Kreislauf und Krebs versterben, was natürlich einfach viel zu unspezifisch ist. Und deswegen ist doch klar, dass in solchen Studiendesigns dann eben kein Erfolg zu vermessen ist. Die Anwendung ist doof, die Therapie ist doof, die Frage ist doof, es ist einfach alles doof und passt nicht. Und das wird aber immer wieder aufgegriffen, immer wieder werden auch solche Studien gemacht. Teilweise auch zum Beispiel bei Vitamin E gibt es negative Infos, da wird dann aber auch ein komisches E genommen. Also es gibt ja auch bei den Nährstoffen unterschiedliche Formen, wo man auch Rücksicht drauf nehmen muss. Also es gibt da unheimlich viel Wissen, und all dieses Wissen über die feinen Details, die feine Einstellung, die Wirkspiegel im Gegensatz zu den Referenzspiegeln bei den Laborwerten, all das wird nicht bewusst, nicht beachtet, und deswegen ist natürlich dann auch die wissenschaftliche Erkenntnis schwach. Und deswegen habe ich ja in Teil 1 auch schon ein Plädoyer für Forschung gemacht. Und ich würde mir so wünschen, dass man eben Nährstoffe und Hormone wissenschaftlich untersucht und analog zu Ernährung und Sportwissenschaften das dann auch für uns Menschen sowohl bei Krankheit wie auch bei der Gesundheit zur Anwendung bringt. Also das ist leider die Realität, und ich hoffe, dass unsere Arbeit, vielleicht auch dieses Interview, mit dazu beiträgt, dass sich vielleicht in den nächsten 10 Jahren etwas ändert. Ja, das ist auch meine Erfahrung, und ich beobachte die Studien ja auch schon lange, oder was da publiziert wird oder was auch einfach veröffentlicht wird in normalen Tages- oder Wochenzeitungen. Und ich habe das auch schon hinterfragt. Ich bin da auch dem Ganzen schon nachgegangen, habe geguckt, wer hat die Studien gemacht, wie sind die gemacht worden, mit was für einem B12 oder auch, wie Sie sagen, Vitamin E oder Omega-3-Fettsäuren oder was schon, oder Kokosfette, was schon immer alles so immer wieder hochgeploppt ist. Wenn auch Patienten zu mir kommen und sagen, haben Sie das gelesen hier, das kann ja gefährlich sein, sage ich, Moment mal, da muss man schon ein bisschen tiefer blicken. Also es sind auch meine Erfahrungen, gell? Ja, das haben Sie sehr schön auf den Punkt gebracht. Also hoffen wir mal, dass sich da noch ein bisschen was tut. Ja, und Sie haben wirklich ein ganz tolles Buch geschrieben. Also ich finde es klasse. Ich kann es nur jemandem ans Herz legen, der wirklich interessiert ist. Und zwar nicht nur den Patienten oder den Interessierten. Ich kann es auch wirklich mal den ärztlichen Kollegen ans Herz legen. Das Buch von unserer lieben Kollegin mal zu lesen. Was waren Ihre Beweggründe? Ich meine, so ein Buch zu schreiben, da muss man schon sagen, hey, jetzt mache ich mal hier was. Was waren Ihre Beweggründe, ein Buch oder auch dieses Buch über dieses Thema zu schreiben? Und für wen haben Sie es denn letzten Endes geschrieben? Was war da Ihre Intention? Also letztendlich, ich habe es vielleicht in erster Linie für interessierte medizinische Laien, vielleicht für meine Patienten und Patientinnen geschrieben, damit ich vielleicht auch nicht mehr so viel erklären muss, sondern das kann man dann jetzt wirklich alles sehr schön nachlesen, wenn man jetzt von mir eine Labordiagnostik bekommt. Und ich glaube, das Besondere in dem Buch ist, dass ich aufzeige, wie man die Labordiagnostik bezüglich der, ich glaube, es sind 28 Nährstoffe, die ich genannt habe, wie man die einstellen muss. Weil das ist ja etwas, was ich bisher in allen Büchern, die ich gelesen habe, über orthomolekulare Medizin vermisst habe. Es wird überall immer nur gesagt, Selen ist wichtig. Also auch mein ein Vorbild war
das Nährstofftherapie im Thieme Verlag von dem von Herrn Schmiedel oder auch Burgerstein, die schreiben ganz viel, wie wichtig die Stoffe sind und dann aber immer nur im zweiten Schluss, was man dann essen soll. Und das ist einfach, das klappt nicht so spezifisch, wie ich mir Medizin vorstelle. Also ich möchte gerne pharmakologisch eine wirksame Dosis von einer gewissen Substanz geben, so wie ich das auch mit Beta-Blockern oder Harnsäuresenkern oder Statinen mache. Und dann weiß ich in Wahrheit schon je nach Dosis und Medikament vorher, wie der Wert sich entwickeln will. Also ich mache die Dosis so, dass ich genau da lande, wo ich dann auch hin will. Und das ist bisher in keinem Buch, was ich kenne, so aufgezeigt worden, dass man wirklich Laborwerte macht, dann kann man seinen Spiegel sehen, dann sage ich, ob das niedrig oder gar nicht so schlecht ist, dann sage ich, mit welcher Dosis man da anfangen könnte und wohin man denn unter der Therapie dann Selen, Zink, Magnesium oder Vitamin D einstellen soll. Ich zeige auch auf, wo man vielleicht etwas vorsichtig sein muss, wo man keine Angst haben muss. Und es war mir auch ein tiefes Bedürfnis in dem Buch, gerade auf viele Kritiken, die den Nährstoffen gegenüber entgegenwehen, aber auch viele Missverständnisse und Ängste, die den Hormonen gegenüber bestehen, gerade auch in unserer Gesellschaft, gerade auch bei den Frauen, damit erstmal die Menschen abzuholen, dass ich das alles aufnehme, dann aber etwas widerlege oder in einen anderen Zusammenhang bringe, um dann freie Bahn zu schaffen für die Methode. Und vom Timing her hat es auch was damit zu tun gehabt. Ich hatte 16 Jahre eine Kassenpraxis, die habe ich 2018 dann umgewandelt in eine Privatpraxis. Und da erst habe ich mich eigentlich auch befreit gefühlt, nach außen zu gehen. Ich habe angefangen, eine Internetseite zu machen mit auch Blogs. Ich habe dann über sehr viele Themen geschrieben. Da hat mir auch dann eine mittlerweile Freundin bei geholfen und dann meinte die, ich hätte ja schon alles für ein Buch. Und ich habe auch einen Vater, der viel schreibt, der hat mir das vorgelegt, dass man einfach ganz viel Bücher schreiben kann. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann schreibe ich auch mal eins. Und da war wichtig gewesen, dass ich durch eine Literaturagentin, der ich zwei Kapitel gegeben hatte, die waren noch etwas anders, aber die hat mir dann den Verlag gefunden. Und das war unheimlich wichtig. Da war auch eine sehr, sehr nette, kompetente Frau, die das Programm für die Thieme-Gruppe und den Trias Verlag erarbeitet. Und die hatten eben Interesse an einem Buch über Nährstoffe und Nährstofftherapie. Und wenn ich dann so eine Deadline habe, dann bin ich jeden Tag um 5 aufgeschrieben. Und von der Idee bis zum Druck hat das ein Jahr gedauert. Und vielleicht habe ich so ein halbes, dreiviertel Jahr geschrieben. Also das war dann auch gar nicht so lang, sondern das war alles in mir drin und floss sozusagen raus und war im Kopf fertig. Also, aber es mussten viele Dinge zusammenkommen. Meinetwegen auch noch Corona, wo ich dann einfach auch keine Fortbildung, keine Reisen, nichts, hatte ich dann auch einfach mehr Zeit als sonst. Und ja, es ist für Laien und es ist aber auch so geschrieben, dass ein Arzt und eine Ärztin nicht eine Krise kriegt. Also die standen immer hinter mir und haben mit mir geschimpft, wenn ich irgendwas schreiben wollte, was vielleicht so ärztlich nicht ganz stimmig ist. Es ist aber schon sehr das Thema ist komplex, aber die Sprache ist so, wie ich spreche. Also es ist nicht schwierig zu lesen. So, das ist die Geschichte von dem Buch. Also mit dem nicht schwierig zu lesen und auch mit dem, was Sie gesagt haben über die Qualität des Buches, kann ich nur alles bestätigen. Deswegen gefällt mir das Buch so. Also es ist wirklich klasse. Und auch was mir auch sehr gefällt, sind halt auch mit den Laborwerten und was Sie gesagt haben, dass man die Leute halt auch einstellt und es ordentlich angeht, ne? Dass man nicht einfach nur so ins Blaue hinein therapiert, wie, ja, keine Kritik, aber wie doch vielleicht manche das machen oder auch viele Laien das bei sich selbst machen. Mhm. Das ist ja auch so eine Sache. Ja? Die kaufen sich einfach irgendwelche Nährstoffprodukte von vielleicht sogar von fraglicher Qualität, das sei dahingestellt und dann ist ja die Frage, wohin das dann führt. Gell? Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Da empfehle ich dann auch doch
für solche Leute eher mal so eine Fachliteratur in die Hand zu nehmen. Ja, das ist ganz wichtig. Und Sie haben ja auch in Ihrem Buch, sind Sie nicht nur auf ganz wichtige einzelne Nährstoffe eingegangen, wie zum Beispiel, was in aller Munde ist, Vitamin D, Vitamin A, Vitamin C und so weiter. Ich habe ja auch, ich mache das ja auf YouTube, da habe ich ja auch schon zu den einzelnen Dingen eben auch noch ein YouTube-Video gemacht. Ich habe versucht, es so meinen Patienten beizubringen. Und Sie beschreiben aber auch, finde ich ganz toll, die Epigenetik sowie wichtige Laboruntersuchungen, habe ich ja schon erwähnt. Also, wie wichtig ist es denn? Haben Sie im Prinzip schon ein bisschen beantwortet, aber ich habe jetzt die Frage trotzdem nochmals ausformuliert. Oder wie ist Ihre Erfahrung mit den Laborwerten selbst? Also meine Erfahrung ist es, dass sich viele Therapeuten, sage ich jetzt mal, mit diesen Laborwerten nicht so richtig auskennen. Kleines Beispiel, Vitamin B12 oder Vitamin D, das haben Sie sicherlich auch schon oft mitbekommen. Oh Gott, viel zu hoch, sagt dann der jeweilige Hausarzt zum Beispiel, bei mir jedenfalls. Sie haben ja eine halbe Vergiftung. Und dann muss ich wieder sagen, nee, so ist es nicht. Die Werte sind in Ordnung, ich habe die kontrolliert. Da sollte sich der Kollege doch mal näher mit beschäftigen, mit diesen Laboruntersuchungen. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Und es geht ja weiter, auch bis in den oxidativen, nitrosativen Stress, in die mitochondriale Testungen, die es da mittlerweile gibt. Da gibt es ja wunderbare Werte. Wie ist da die Erfahrung? Wie kennen sich da die Kollegen mit aus? Oder liegt es daran, dass sie sich nicht so gut auskennen, dass sie dann doch manchmal kritisieren und so weiter? Das ist, finde ich, schon ein Problem. Also ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Und meine Erfahrung ist auch, dass sich viele Kollegen mit der Labordiagnostik noch gar nicht so beschäftigt haben. Das hat aber auch was mit unserer Ausbildung zu tun, sowohl Studium wie auch Facharztausbildung. Das sehe ich auch an meiner Tochter, die frisch Ärztin im zweiten Jahr Innere Medizin ist. Das ist hauptsächlich als Instrument bisher in der Inneren, wenn überhaupt in anderen, aber erst recht auch in der Inneren, eine Ausschlussdiagnostik. Deswegen war das ja so interessant in der zum Beispiel Transplantationsambulanz. Da haben wir einfach, egal ob es dem Menschen gut ging oder nicht, wir haben einfach alle paar Wochen und Monate, je nachdem, wie lange die Transplantation her war, einfach Blut abgenommen und dann eingestellt. Es ist, zum einen wird gar nicht aus den Laborwerten, selbst aus der Ausschlussdiagnostik, wird gar nicht die ganze Info rausgelesen, im Sinne von, es wird nur geguckt, dass man nicht todkrank ist. Es wird nicht dann den Menschen kommuniziert, dass sie vielleicht aber schon ein bisschen auf dem Weg zum Diabetes sind. Meinetwegen der HbA1c-Wert, finde ich, eignet sich sehr schön, ne? Der ist erst ab 6,5% gibt es die Diagnose Diabetes, aber alles, was über 5,7 ist oder auch 6,0, ist ja schon richtig gestört. Und wenn man das 20 Jahre, 10 Jahre früher dem Menschen kommunizieren würde, dann könnte der ja auch etwas ändern. Also das heißt, es gibt Werte, die für Krankheiten sprechen, die man viel, viel früher schon zum Anlass nehmen könnte, mit den Menschen präventiv drüber zu sprechen, oder auch der Nierenwert, das Kreatinin. Das kann ja bei jemandem, der nur 50 Kilo wiegt und 80 ist, sogar normal sein. Und in Wahrheit ist dann aber schon die Nierenfunktion ganz schlecht, wenn das Krea am oberen Rand ist, ne? Also wenn es drüber ist, sind anderthalb Nieren schon weg. Und mit den Nährstoffen gibt es nochmal ein viel größeres Chaos. Da ist es ja so, dass die Referenzwerte einfach der deutschen Versorgung der deutschen Bevölkerung entspricht. Das ist also eher so eine statistische gaussche Normalverteilung. Das hat also gar nichts mit gesund oder krank zu tun, sondern die Referenzwerte bei B12, bei Vitamin C, bei D spiegeln das wieder, was draußen normal ist. Und deswegen ist es unter der Therapie häufig so, dass, wenn man Wirkung haben will, man entweder am oberen Rand sein muss oder weit über die Normalität hinaus. Also gerade bei B12 oder auch beim Vitamin D oder auch beim Selen. Es ist halt Selenmangel total normal, im Vollblut 70, im Serum vielleicht auch 80. Und ich will dann immer auf 140, 150, vielleicht nicht immer, aber mindestens 120. Und wenn das dann je nach Labor von den Laboren mit einem Überdosis-Kästchen vermerkt wird, dann haben natürlich die Ärzte
nicht das Wissen und die Sicherheit, dass das okay ist, um das dann den Patienten auch gut kommunizieren zu können. Das wird eben auch, finde ich, von den Laboren, die könnten das ja auch anders bezeichnen, beschriften, tun sie aber noch nicht. Also ich erinnere mich, früher war es beim Vitamin D so, dass nur stand kleiner 10 Nanogramm pro Milliliter als Mangel. Immerhin ist das heute verändert worden, dass über 30 ganz nett ist und kleiner 30 Mangel. Also da entwickelt sich ja auch ein bisschen das Wissen. Aber das ist ein Riesenschatz an Informationen, der entweder gar nicht genutzt wird oder aber zur Angst verwendet wird. Ganz schlimm. Ja, so sehe ich das auch mit dem Vitamin D. Ich mache das ja auch schon, Sie machen es ja auch schon lange, viele, viele Jahre, ich auch. Und ich weiß noch, wie ich immer meinen Patienten die Vitamin-D-Werte erklärt habe, als sie noch so niedrig angesetzt waren. Und ich sage, aber das ist einfach nichts. Und dann irgendwann haben sie es dann mal geändert. Irgendwann, was da nun dahinter stecken mag, das sei dahingestellt. Aber es ist tatsächlich so. Haben Sie wunderbar auf den Punkt gebracht. Genauso sehe ich das auch. Also das ist schon eine wichtige Sache, finde ich, weil wir reden hier ja es nicht über irgendwelche Phytotherapie oder Ähnliches, sondern wir reden hier über essentielle Nährstoffe. Ja, das ist schon wichtig. Ja, und was ich auch noch interessant finde in Ihrem neuen Buch ist, dass Sie ein ganzes Kapitel den Hormonen gewidmet haben. Sie haben es auch bioidentische Hormone genannt. Ich arbeite ja auch schon lange mit der bioidentischen Hormontherapie, finde ich ganz, ganz wichtig. Wie sehen Sie denn das? Inwieweit ist diese Therapieform der bioidentischen Hormontherapie für Ihre, für unsere Patienten wichtig und für wen, für welche Alter, Symptome, Krankheit? Können Sie da vielleicht noch ein paar Worte für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sagen? Weil das ist ein ganz wichtiges, spannendes Thema. Und da kommen auch viele Fragen in Bezug zu auf meinem YouTube-Kanal, auch in Bezug von meinen Patienten. Was können Sie da noch ein paar Worte dazu sagen? Das wäre klasse. Ja, also ich freue mich erstmal, dass Ihnen das alles aufgefallen ist in dem Buch. Und Sie haben recht, ich hätte auch gern zu den Hormonen noch mehr geschrieben und das war dann aber zu dick und insofern hat dann der Verlag gesagt, stopp, stopp. Aber meine persönliche Erfahrung war, dass tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich von den Hormonen noch nichts in Anführungszeichen wusste, wie nützlich die sind, ich tatsächlich, oder sagen wir umgekehrt, erst seitdem ich die benutze, habe ich das Gefühl, dass ich internistisch wirklich gegen die Natur, Alter, Genetik oder Umstände, Epigenetik, Handlungsspielraum und Kraft habe, etwas zu bewirken. Das war für mich selber ja auch eine erstaunliche Erkenntnis. Also in den letzten 10 Jahren bin ich ja auch durch die 50 durch und das hat vielleicht auch dann mit meiner eigenen persönlichen Alterung zu tun gehabt, dass ich mich dann mit den Hormonen auch anfing, mehr und mehr zu beschäftigen. Und es ist ja interessant, dass auch da jedes Hormon gehört einem Facharzt. Es gibt keinen Arzt, der sich mit den Hormonen, mit allen Hormonen auskennt, selbst der Endokrinologe, dem gehört nicht das EPO, das Erythropoietin, dem gehört nicht das Rocaltrol, das ist das aktive Vitamin D, das gehört uns Nephros. Dann das Testosteron gehört vielleicht dem Urologen, vielleicht gibt es den Andrologen, der auch Endokrinologe ist. Die Frauenhormone gehören den Gynäkologen, die Endokrinologen, denen gehört die Nebenniere. Die Schilddrüse vielleicht auch ein bisschen dem Hausarzt. Das Wachstumshormon ist was ganz Besonderes. Oxytocin gehört dann wieder nur den Gynäkologen, um die Wehen einzuleiten. Also insofern, alle Hormone gehören in eine Fachrichtung. Und meine Erkenntnis war, ich muss mir die Hormone von den anderen Ärzten holen und wiederholen und klauen, um sie dann in der inneren Medizin zur Gestaltung eines robusteren, gesünderen Stoffwechsels einsetzen zu können. Und ich gehe da also noch
sehr viel weiter als die Frauenärzte, die also uns Frauen ja nur die Hormonenersatztherapie gönnen im Rahmen der Leitlinien, um klimakterische Beschwerden zu lindern. Da ist nicht Prävention vorgesehen. Es geht nur darum, in der Kassenmedizin klimakterische Beschwerden zu lindern. Es geht nicht um Prävention von Osteoporose, wobei das Wissen in der Gynäkologie schon da ist und es auch unterstützt wird. Aber es geht nicht um die Prävention von Arteriosklerose, von Demenz, von Depression über Schlafstörungen oder so. Und tatsächlich, man kann, ich gehe sogar im Buch darüber hinaus, dass ich nenne das dann die große bioidentische, internistische Hormontherapie mit körpereigenen Hormonen, um vor allen Dingen, wenn wir altern, und da spielt auch Hormonmangel mit ursächlich eine Rolle, also wir altern, weil wir Hormonmangel haben, und wir haben Hormonmangel, weil wir altern, und das muss man aber nicht so lassen, so wie wir ja auch nicht lassen, dass wir schlecht sehen und wir eine Brille tragen oder wir ersetzen ja auch ein Hüftgelenk oder wir nehmen auch eine Sohle in die Schuhe bei Knicksenk-Spreizfuß. Warum darf ich denn nicht Hormone nutzen in zarten Dosen, also nicht viel, sondern auch nicht jungmachend, sondern einfach Stoffwechsel unterstützend, ergänzend zur Schulmedizin und zum gesunden Verhalten und Sport. Also das ist, denke ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, um wirklich, solange man vielleicht auch die chronischen Krankheiten noch nicht vermeiden kann, kann man sie auf jeden Fall, also altersbedingten Krankheiten, sehr, sehr gut modulieren. Und ich glaube auch, Hormone spielen ganz, eine ganz große Rolle fürs Gehirn und dadurch auch für Thema Stress, auch Schlaf. Und auch die Hormone, das ist ja wirklich, gerade wenn wir Frauen wirklich in der beruflichen Karriere ganz oben sind, das Wissen haben, alles, dann kommen Wechseljahre und wir können nicht schlafen. Also es gibt wirklich viele Untersuchungen auch, dass auch deswegen, weil dann die Frau sich nicht gut fühlt, sie sich dann auch nicht zutraut, die höhere Position anzunehmen. Ne? Also erst die Kinder, dann haben wir das, dann die Wechseljahre. Also es ist wirklich ein steiniger Weg, wenn es darum geht, gut zu funktionieren, was doch auch häufig negativ, ich will funktionieren, das ist dann negativ, wird dann negativ, entspann dich doch mal. Also die Hormone sind eine ganz große Chance und es ist alles da. Sie sind in den Apotheken, es ist alles da. Die Hormonspiegel sind da, das Blut ist da. Es wird teilweise auch in der Kassenmedizin bezahlt. Also das ist höchst bedauerlich, dass das nicht mehr genutzt wird. Also das war eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja, super. Das finde ich ganz toll. Ich bin ja auch, so wie Sie auch, fällt auch durch mein Alter, aber auch durch ähnliche Geschichten auf die Hormone aufmerksam geworden und finde sie ganz, ganz tolle Sache und sie auch wirklich tolle Erfolge. Also es lohnt sich auch hier in Ihrem Buch mal nachzulesen. Ich sage es nochmals, für Laien, für Interessierte, aber auch für Therapeuten bitte. Ganz tolle Sache. Vielen Dank. Ja, also ich fand es jetzt super, super spannend, ganz toll und auch von so einer erfahrenen Ärztin wie von Ihnen das nochmals zu hören, weil ich kämpfe ja auch manchmal so ein bisschen alleine an der Front und Sie machen es ja wirklich auch schon sehr lange, das finde ich ganz, ganz toll. Also schon über 20 Jahre in dem Bereich intensiver und gibt es denn irgendetwas jetzt zum Ende von unseres Interviews, was Ihnen jetzt noch auf dem Herzen liegt? Ich möchte Sie bitten, auch nochmals Ihr Buch in die Kamera zu halten, weil ich finde es so klasse. Bitte hier, wer interessiert ist, bitte mal nachschauen, nachlesen, kaufen. Ganz dick. Ganz dick. Schön geschrieben. Also, aber schön geschrieben. Ja, ja, und fasst sich auch gut an, das darf ich auch mal sagen. Ich finde es ein ganz schönes Buch. Ja, hat der Verlag wirklich ganz, ganz toll gemacht, bin ich sehr dankbar. Ja, Ja, gibt es noch irgendwas, was Sie sagen? Ich soll ein paar Schlussworte finden. Also erstmal ganz doll vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben zu sprechen und auch Ihre angenehmen Fragen. Und freue mich auch, dass Sie sich
auch bestärkt fühlen in ihrer Arbeit, dass ich da also, dass wir uns da, dass wir ähnliche Beobachtungen gemacht haben. Also mir ist vielleicht wichtig für die Laien, die uns zuschauen, dass die vielleicht einfach ja, sich vielleicht noch mehr um ihre Laborwerte kümmern, dass sie sich angewöhnen, sich das aus den Arztpraxen im Original aushändigen zu lassen, dass man nicht mehr darauf vertraut, dass wenn man nicht angerufen wird, dass dann schon nichts ist. Alles, was man untersucht hat, ist was, wie so ein Foto von uns. Nur weil wir beide jetzt nicht bluten, sind wir ja trotzdem etwas. Und alle Zahlen auf diesen Zetteln sind interessant. Die sind sehr interessant und die könnte man ja dann nehmen und dann auch vielleicht einem orthomolekularen Mediziner oder auch Heilpraktiker dann zeigen, sodass man damit dann weiterarbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass viele denken, ja, wo soll ich denn hingehen? Nein, ich kann keine Patienten mehr nehmen, aber ich weiß von den ganzen auch Zuschriften, die ich bekommen habe, auch vielleicht über Instagram, dass es mehr und mehr Ärzte so wie Sie und mich gibt, die auch sich freuen, wenn über das Buch quasi Patienten dann vielleicht auch mehr diese Methode oder diese Art und Weise der Vorgehensweise suchen. Und ich denke, dass insgeheim doch auch viele gute Ärzte Interesse haben. Es ist nur nicht etwas, was die Kassenmedizin finanziert. Das heißt, es werden dann eher Ärzte sein, die sich in Privatpraxen befinden, die sich um diese Themen kümmern. Aber die gibt es. Man kann also mit diesen Worten Orthomolekularmedizin, bioidentische Hormonmedizin, funktionelle Medizin, mitochondriale Medizin, kann man Ärztepraxen in der Nähe finden. Vielleicht auch noch mal bitte nicht darauf verlassen, dass ab 50 das alleinige perfekte gesunde Verhalten reicht, um das Alter und die Genetik in die Gesundheit zu zwingen. Nein, das ist nicht meine Erfahrung. Nicht traurig sein, wenn man das ganze gesunde Verhalten nicht gemacht hätte, dann ständ man schlechter da. Aber es gibt angeborene familiäre Cholesterinämie, es gibt angeborene Osteoporose. Ganz wichtig ist, dass die Frauen, die in den Wechseljahren sind, in den 40ern vielleicht schon sich um Progesteron kümmern, dann um die letzte Blutung rum, das Gespräch mit den Frauenärzten aktiv suchen. Die Hormonersatztherapie mit den körpereigenen bioidentischen Hormonen ist auf Kasse verordnungsfähig. Das heißt, wenn man den Ärzten ermöglicht, nicht so viel Zeit für das Gespräch und Krebsängste und sowas, also wenn der Arzt, die Ärztin das nicht geben muss, sondern die Patientin bereit ist, das auszuprobieren, glaube ich, dass es sehr viele Gynäkologen und Gynäkologinnen anbieten würden. Das sind vielleicht so die wichtigsten Punkte. Also ich glaube, dass man das alleine nicht schafft zu machen. Trotzdem finde ich vielleicht, ich habe eher gute Erfahrungen gemacht, dass viele Frauen, auch Sportmänner, die so angefangen haben, die machen gar nicht erstmal sofort Quatsch, so wie die Medien berichten. Das stimmt gar nicht. Aber ich glaube schon, dass wenn man wirklich etwas bewirken will und auch spezifisch auf den körpereigenen Stoffwechsel eingehen möchte und Schwachstellen behandeln möchte, dann muss man ja auch erstmal jemanden haben, der einem sagt, wer man ist. Und das geht, glaube ich, jetzt ohne Labordiagnostik von einem Therapeuten, Arzt, Heilpraktiker nicht, sich da so dann sicher auch in richtige Dosierungen vorzuwagen. Und insofern, es ist auch neu, gerne das Buch auch vielleicht einer netten Ärztfreundin schenken. Ja, das, also es ist ein Anfang von etwas, eine Weiterentwicklung von etwas, was schon lange da ist, eine Zusammenfassung von vielem. Und ich denke, dass es gute Chancen gibt, mit den Patienten, Patientinnen und vielleicht auch interessierten Therapeuten einfach dieses Thema nach vorne zu bringen. Und deswegen bin ich Ihnen auch dafür sehr dankbar. Ja, super, vielen Dank. Dann möchte ich das Interview langsam beenden. Bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Das ist nämlich auch gar nicht mal so ohne. Ich möchte es am Ende von diesem Interview nochmal sagen, dass ich die Frau Kollegin Dr. Helena Orfanus-Böckel angeschrieben habe und sie hat dann zurückgeschrieben. Wir haben telefoniert, wir haben ein
einen Termin gesucht. Wir nehmen uns beide auch die Zeit, machen es in unserer Freizeit. Und deswegen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich auch in diesem Sinne für Ihre Zeit und Ihre Mühe überhaupt, ne? Auch mit dem Buch, auch mit diesem Interview jetzt. Und hoffe, dass viele Menschen dies anschauen, zuhören und das auch annehmen. Das ist auch wichtig, ne? Das soll ja auch hier eine Aufklärungssache hier sein, Aufklärungsinterview. Und wir sind da wirklich sehr bemüht um die Gesundheit der Menschen. Das ist unsere Aufgabe, die wir uns jedenfalls hier in unserem Beruf zu Herzen nehmen. Und sage jetzt vielen Dank für Ihre Gerne. Zeit. Hat mich sehr gefreut und Mich auch. vielleicht machen wir noch mal eins, ne? Das Gut. ist, also wenn es gerne in die Kommentare schreiben, bitte, ja, wenn es euch gefallen hat, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, und wenn eine Fortsetzung folgen soll oder darf, auch sehr gerne zu bestimmten Themen, können wir das auch gerne machen. Vielen Dank. Tschüss. Danke auch. Tschüss.